ja, ich kann es irgendwie noch gar nicht so glauben, weil es irgendwie, glaube ich, keinen gedacht hätte, dass wir gewinnen. Aber heute in der Früh, wo ich aufgestanden bin, habe ich schon gewusst, das könnte eine Sensation werden. Und das ist natürlich geil für uns alle und ich freue mich natürlich riesig. Und wir haben halt versucht, über die Zweikämpfe einfach die Spielfreude zu nehmen. Das haben wir gut geschafft, sind gut ins Spiel gekommen und haben einfach da Frankfurt gut dagegen gehalten, gegen Frankfurt. Und das war halt dann unser Erfolgsrezept. Wir sind einfach, glaube ich, mit der falschen Einstellung ins Spiel gegangen. Halt, wir haben nicht alles gegeben und von der ersten Minute, wie Sie ja schon sagten, hat Bayern das Spiel dominiert und wir hingen immer hinten dran und haben versucht, irgendwie es besser zu machen. Dann hatten wir hier und da Fehlpässe, Zweikämpfe nicht gewonnen und das ist natürlich sehr schade. Also wir sind alle riesig enttäuscht, wir haben uns viel, viel mehr vorgenommen. Wir wollten heute hier gewinnen, aber wir sind von Anfang an überhaupt nicht gut ins Spiel gekommen. Also man hat gemerkt, dass wir nicht drin sind, dass Bayern uns in eigentlich allen Belangen überlegen war und wir haben es eigentlich auch nie geschafft, ja, das Spiel an uns zu reißen und irgendwie ja, uns Chancen herauszuspielen. Also ja, um zu gewinnen, muss man Tore machen und davon waren wir heute sehr, sehr weit weg. Ja, natürlich. Ich meine, heute sind wir natürlich sehr enttäuscht und ich glaube, das ist auch normal. Aber wir müssen es schnell aus unseren Köpfen rauskriegen, weil wir am Donnerstag wieder ein Finale spielen. Es wird wahrscheinlich das wichtigste Spiel der Saison sein und da müssen wir ganz, ganz anders auftreten. Klar waren wir vorbereitet, weil wir können stolz auf uns sein, überhaupt im Finale gekommen zu sein und jetzt noch den Sieg dazu, das ist ja noch der Punkt auf dem i sozusagen und klar werden wir feiern.